Jetzt muss ich erstmal die Werkstatt wieder aufräumen. Ne? Und dann geht's weiter. Und heute gibt's die Verlosung. Endlich. Aber erstmal die Werkstatt aufräumen. 2 Minuten. Yeah! Ey, Salo, was ist los? Ich dachte, du wolltest hier Duell mit mir hier. Willkommen bei den Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um die Verlosung. Hier, um die 4 Stück geht's. Die sind noch alle verpackt. Also die habe ich nicht ausgepackt und einer ist natürlich meins. Wir werden das jetzt einmal mit euch auspacken und dann zeige ich euch, was das alles kann. So, das ist hier drin. So sieht das schöne Ding aus, wenn wir das ausgepackt haben. Ne? Dann hat man so ein schönes Täschchen von Nexpow. Ja, Service und so weiter steht da drauf. Ist immer nicht schlecht, ne? Das Ding ist hart. Also nicht weich oder so, das Ding ist schon hart. Cool. Dann packen wir das Ganze mal aus. Also Jungs, ich bin echt überzeugt von dem Zeug. Ne? Ist natürlich Werbung, ist klar. Aber ich verdiene ja nichts davon. Ich hätte ja Geld gekriegt. Ist ja klar, dass ich das euch zeige. Ich habe gesagt, ich möchte kein Geld. Ich möchte diese Ware für euch zur Verfügung gestellt haben, damit ich das auch verlosen kann. Und das haben die auch gemacht. 8 Stück insgesamt, 4 Stück sind schon da, die 4, die kommen noch, aber die werden wir beim nächsten Video irgendwann verlosen. Es geht jetzt nur um diese 4 Stück. So, das meinte ich mit dem Geschenk, hier steht das auch, teilen Sie die G17 Starthilfe Powerbank mit Ihrem Amazon-Profil, bekommen Sie ein kostenloses Geschenk. Das heißt, ihr müsst das Ganze einmal teilen, 5 Sterne drauf geben und dann kriegt ihr hier erstmal einen Amazon-Gutschein für 20 Euro oder einen mobilen Kompressor oder ein Geschenk Autokamera, sprich Dashcam soll das, glaube ich, sein. Ne? Ja, so sieht das aus. Und das kriegt jeder, also ist in jeder Verpackung drin. Dann haben wir die Anbauanleitung. Ihr wisst, wir Männer haben was mit der Anbauanleitung. Die lesen wir ungern. So, dann haben wir einmal, fangen wir mit dem schöneren Ding an, ne? So, damit fangen wir direkt an. So ist das verpackt. Das habe ich jetzt für euch nochmal schön eingepackt. Und das benutze ich, ja. Guck mal, ich habe den letztens benutzt, als ich nach Nürnberg gefahren bin. Und, guck mal, 3 Striche habe ich noch. Damit bin ich nach Nürnberg gefahren und habe das ganze USB dafür genutzt, wie zum Beispiel mein Handy habe ich genutzt dafür, um die ganze Zeit aufzuladen, weil ich kein Navi hatte im Auto. Das heißt, musste ich mit dem Handy machen. Und natürlich ich meine Dashcam. Ey, ihr glaubt es nicht. Als ich zurückgekommen bin, hatte ich immer noch 4 Striche gehabt. Und das Geile war, mein Handy und meine Dashcam, also meine GoPro, war total voll. Also komplett voll. Das Ding ist krank, ehrlich. Hier habt ihr nochmal ein DC ausprobiert. Hier ladet ihr das Ganze. Ansonsten, was könnt ihr noch? Ich glaube, gedrückt halten, ne? Ja, gedrückt halten, haben wir Licht und dann nochmal gedrückt halten, haben wir, glaube ich, ja, ne, irgendwie haben wir nochmal Dings hier. Ja, so, Hilferuf. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal stehen bleibt und das Ding ist hell, wenn ihr irgendwo eine Panne habt oder so, könnt ihr das Ding einfach auf die Straße tun und man sieht euch. Das ist schon geil. Aber das hat auch, glaube ich, ja, Powerbank haben auch sehr viele auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal hier ein paar technische Daten, wer sich so auskennt ein bisschen. Auf jeden Fall 1500 mAh, darum auch diese 1500 von Nexpow. Also ich bin begeistert, wir werden noch auf jeden Fall das Ganze gleich nochmal ausprobieren. Mein Lupo ist ja leer, ihr wisst das ja, und der hat keine kleine Batterie, mein Lupo. Und da werden wir das Ganze mal ausprobieren. Und dann werden wir das Ganze nochmal ohne Batterie ausprobieren, ob er auch ohne Batterie das Ding startet. So, das Ding ist natürlich dabei, ist klar. Kriegt ihr echt eine schöne Verpackung. Das heißt, das könnt ihr auch schön irgendwo bei euch im Auto reintun. Oder irgendwo anders hin. Das Ding stört keinen. Dann habt ihr natürlich das schöne Ding hier.
Mit zwei schönen Zangen, die auch richtig robust sind. Boah, also das Ding hier ganz runterdrücken, hat schon was, ne? Boah, ja. Und dann hat man nur noch ein Ladekabel. Das könnt ihr natürlich in einen USB reintun. Und dann, ja, was ist das hier? USB-C oder was nennt sich das, glaube ich? Ne? Zum Laden könnt ihr alles benutzen. Also euer Handykabel oder wenn ihr eine USB-Steckdose habt, USB-Steckdose und das war's. So. Und das Ganze kann man auch nur, hier, ihr seht die Anschlüsse, man kann die gar nicht verwechseln. Ne? Ihr könnt das nicht falsch rum reinmachen. Also gibt es nur hier. So sieht das Ding aus und dann könnt ihr das Ganze gedrückt halten, um Direktsaft zu geben. Jetzt gibt er Direktsaft, das heißt hier haben wir genau 12 Volt oder ein bisschen mehr und das Ding ist dann halt komplett da. Ne? Sonst erkennt er das selber. Ne? Das heißt, wenn, sobald ihr den reinsteckt, erkennt das System selber, ob man einen Durchgang hat oder nicht. Das heißt, wenn die Batterie komplett leer ist, also einen Zellenschuss oder so hat, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Aber müsste eigentlich. Ja, so sieht das Ding aus. Das Ding kostet, glaube ich, um die 100 Euro. Und ich sag euch ehrlich, jeden Cent wert. Das Ding ist schon geil. Ist leicht, ist nicht schwer. Ich finde es schön. So, hier war noch so eine Plastikabdeckung, aber das hat mich immer genervt. Ne? Da habe ich das rausgezogen. Würde ich euch auch empfehlen. Ansonsten machen wir hier nochmal Sicherheitshinweise und so weiter, wie ihr es kennt. Um die vier Stück geht es. Was dir einfach dafür tun müsst, einfach unter diesem Video einfach Hashtag NexPol. Das war's. Wer mitmachen will, ne? Ist ja klar, wer mitmachen will, sollte mich schon abonniert haben und keine Leute, die jetzt nur wegen dem Teil hier, weiß ich nicht, dahin was schreiben und sind nicht mal abonniert. Das finde ich schon mal nicht gut. Also man sollte schon auf Ehrenbasis mich abonniert haben. Ne? So muss das Ganze aussehen. Hashtag NexPol. Genauso. Kein Leerzeichen, gar nichts. Genauso. Schreibt das auch groß, dass ihr das sieht, aber groß und Kleinschreibung ist eigentlich egal, aber schreibt es in dem Fall einfach groß. Das und verlinke ich natürlich. So, das finde ich geil. Hier, Jungs, habt ihr mein Handy. Guck mal, jetzt passiert gar nichts, ne? Gar nichts. Das heißt, wenn wir jetzt einmal hier drauf drücken, achtet, einmal drauf gedrückt und zack, jetzt ladet das Ding. Und das finde ich geil. Und dann auch gut, ne? 37 Minuten ist das Ding voll. Ja. Ich finde es gut. Ihr seht, ich habe die Batterie extra abgebaut für euch, weil wir das Ganze ohne Batterie machen. Hier, das Ding klickt schon. Hört ihr auch? Und jetzt machen wir das Ganze ohne Batterie. Und mal schauen, dass ich euch auch nichts erzähle hier. Hier, das Ganze wird auch nicht geschnitten. Hier. Ding läuft. Ohne Batterie. Krank das Ding. Hier, wir haben keine Batterie, Jungs. Kein bisschen Batterie. Krank, ne? Wie gesagt, denkt dran, wie lange dauert das ganze Gewinnspiel? Das ganze Gewinnspiel wird dauern eine Woche. Das heißt, nächste Woche Sonntag werde ich ein Video machen natürlich und dann die glücklichen vier Gewinner auslosen. Ne? Erstmal so und dann, ja, wenn wir die andere Ware kriegen, machen wir nochmal vier Gewinner. Natürlich machen die anderen vier dann nicht mit, ist ja klar. Ne? Hier. So, und vielleicht gefällt das denen so, dass sie mir uns nochmal 8 Stück schicken oder vielleicht sogar mehr. Da würde ich mich freuen, weil ich euch dann irgendwas zurückgebe und nicht irgendwie sage, okay, ich habe meine Provision und tschüss gehen. Ne? Nein, bei Kfz-Fuzzi ist es nicht so. Wer mich kennt, weiß, ich scheiß auf Geld. So, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Einen fetten Daumen möchte ich, wer nicht abonniert hat, einmal abonnieren.
Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Haut rein.